Und vor allem geht mir das Ganze nahe, weil ich also kein Interesse an der Landwirtschaft habe, sondern wir sind aus einer Jägerfamilie. Ich bin im Burgwald groß geworden und für mich ist Jagd ein Zusammenleben mit der Natur. Und ich lebe hier in einem Land, ist es Rehwild ausgestorben, hier ist es Rotwild ausgestorben, hier ist es Wildschwein ausgestorben, hier gibt es nur Schafe und Kühe. Und das ist wirklich komplett zum Verzweifeln. Und daher auch mein Gedanke halt nach Deutschland zu gehen, internationale Landwirtschaft zu studieren, ökologische internationale Landwirtschaft zu studieren, damit es halt auch weitergeht. Der Grundansatz von ökologisch ist ja, dass es in einer vernünftigen Art und Weise irgendwie mit der Umwelt umgegangen wird. Und dann halt zu sehen, wie kann ich das integrieren. Also im Prinzip ist mein Interesse zum Beispiel, Wasserschweine zu züchten, anstatt Schafe zu züchten. Wasserschweine ist eine einheimische Tierart. Nyandus zu züchten, anstatt Schafe zu züchten. Wie heißen die Schweine noch auf Deutsch? Das sind Halsbandwildschweine, heißen die auf Deutsch, glaube ich. Das ist also eine kleinere Wildschweinart, die leben in relativ großen Gruppen, nicht wie die deutschen Wildschweine, die normalerweise, naja, so eine Rotte 10, 15, 20 Wildschweine hat. Kann man hier vielleicht sogar relativ gut zusammen mit Schafen halten. Das Problem des europäischen Wildschweins, das gibt es hier also, das ist hier ausgesetzt worden, die fressen die Schafe. Deswegen gibt es hier Jagd, man kann also Wildschweine jagen, europäische, aber die hätte ich ja in Europa jagen können. Und wenn ich denen sage, Leute, wenn wir hier das Rehwild wieder einbürgern, dann können wir deutschen Jägern verkaufen, uruguayisches Rehwild zu schießen, da gibt es viel Geld für, da kann man von leben. Dann guckt mich jeder an, als wäre ich das größte Arschloch der Welt. Wobei mein Interesse ist halt dafür zu sorgen, dass es wieder einheimisches Rehwild in Uruguay gibt. Und dass die Diskussion im Prinzip funktioniert, hat sich jedoch auch bewiesen, weil ich habe hier sehr intensiv auch in einer einheimischen Station, in einer Station Aufzuchtstation. Ich brauche eine Pause, Leute.